Ich war Fünfkämpferin. In Leipzig an der Sportschule. Ich wollte Spitzensportlerin werden. Naja, dann kam es anders. In der 11. Klasse habe ich mein erstes Kind bekommen. Abi habe ich aber trotzdem gemacht, danach Fernstudium. 1989 bin ich Bürgermeisterin in Großpößner geworden. Nach der Wende waren viele Menschen arbeitslos. Das war nicht einfach. Eine Mutter, die sich um drei Kinder kümmert, können wir nicht einstellen, sagte man mir. Eine Mutter mit drei Kindern, die müssen sie einstellen, habe ich geantwortet. Ich bekam einen Job, wollte nie wieder in die Politik. Doch es kam anders. 1994 wollten die Leute, dass ich wieder Bürgermeisterin in Großpößner werde. Danach dann Landrätin, Abgeordnete, Ministerin. Und jetzt will ich für Sachsen noch mehr. Ich will das Richtige für Sachsen. Gesunde Krankenhäuser, gleiche Löhne wie im Westen, ein Lehrer vor jeder Klasse. Das ist doch alles richtig. Natürlich habe ich nicht immer alles erreicht, was ich wollte. Aber niemals aufgeben, weiterkämpfen. Das Richtige im Blick haben, die Dinge selber in die Hand nehmen. Darum geht es jetzt auch. So und nur so überwindet man Hürden. Es geht nicht darum, wer Erster wird. Es geht um das Richtige für Sachsen. Wir brauchen nach der Wahl eine stabile Regierung. Und das geht nur mit der SPD. Am 1. September Petra Köpping wählen. Die Richtige für Sachsen.